Wir gucken uns heute an Ängste und Befürchtungen, warum Ängste und Befürchtungen definitiv keine Freunde in der Krise sind. Hier werde ich mich bemühen, Ihnen wichtige Zusammenhänge näher zu bringen, die darauf auch hinweisen, dass Befürchtungen sogar persönliche Krisen verursachen können und was stattdessen wirklich gute und bewährte Freunde sind. Ich gehe gleich mal in medias res. Ich habe hier ein Feedback mal mitgenommen, das kritisch ist, aber das ist völlig okay. Und da hat jemand geschrieben, mal mit aktuellem New Work beschäftigen statt Mittelalter-Zitate. Warum ist dieses Zitat eine so gute Überleitung? Weil es hier gegenüberstellt Gegenwart-Zukunft versus Vergangenheit. Und was man aus diesem Feedback durchaus herauslesen darf, ist, dass die Meinung herrscht, dass die Vergangenheit nicht so wichtig ist und auch nicht so hilfreich für Gegenwart und Zukunft. Das ist ein Irrtum. Ich habe nicht ganz ohne Grund in dem letzten Vortrag die Vergangenheit Deutschlands, vor allem die Wirtschaftsgeschichte und die Kulturgeschichte, noch einmal dargestellt, weil es erstens ein Erfolgsmodell ist und wir wichtig, das ist ganz wichtig, uns angewöhnen müssen, Erfolge auszuwerten, genauer zu beleuchten, weil beim Fehler lernen wir, wie es nicht geht, aber beim Erfolg lernen wir, wie es geht. Das ist das eine. Und das zweite, ein Leben ohne Vergangenheit wäre nicht möglich. Wenn Sie genau mal hinschauen und Ihren Alltag anschauen, das Leben um sich herum anschauen, dann kommen Sie nicht umhin festzustellen, dass rund 90% unseres Alltags aus Vergangenheit besteht. Ich will in einen sehr, ja, intensives Beispiel nennen, um das bildhaft zu verdeutlichen. Schauen Sie sich an, wie Menschen leben, die ihre Vergangenheit verloren haben. Das ist eine Krankheit, Demenz und Alzheimer. Sie sind nicht mehr in der Lage, souverän und selbstständig ein inhaltsreiches Leben zu führen. Und das ist eine Metapher auch für gesellschaftliche und wirtschaftliche Zustände. Ich habe sehr oft Klienten, die schon fast eine Konzerngröße haben und die rufen mich meistens am Anfang ihrer Wachstumsphase, das heißt kurz nachdem sie ein, zwei Jahre, nachdem sie zum Beispiel durch Aufnahme von Investoren, also Integration von Investoren, von Zukäufen von kleineren Unternehmen sozusagen rasant gewachsen sind und eine Konzernstruktur sozusagen aufbauen. Die Probleme, die da entstehen und für die ich gerufen werde, sind alle Probleme, die, das kann ich definitiv sagen, hauptursächlich produziert wurden durch eine Ignoranz der Vergangenheit. Und zwar durch eine Ignoranz der Vergangenheit der Menschen, die bereits in den zugekauften Unternehmen seit Jahren arbeiten. Da sind Routinen, da sind Automatismen, da sind Haltungen, da sind Teamstrukturen, Beziehungen. Und wenn man das alles nicht am Anfang gebührend berücksichtigt und würdigt, sondern zu schnell auf Veränderung und Gleichschaltung setzt, produziert man sich einen Widerstand sondersgleichen, produziert Fluktuation, produziert Panik, produziert eine Reduzierung der Motivation. Das heißt, da bin ich ständig dabei, den Geschäftsführungen deutlich zu machen, wie wichtig es erst einmal ist, wenn man so ein Projekt startet, dass man vorhandene Erfahrungen, vorhandene Vergangenheit erstmal würdigt und integriert, bevor man mit Veränderung beginnt. Ich könnte noch mehr anfügen. Lassen Sie mich noch zwei Beispiele aus der Geschichte nehmen. Eins habe ich Ihnen hier mitgebracht. Unser Zahlensystem, das wir benutzen, das erste bekannte Zahlensystem wurde vor circa 5000 Jahren von den Sumerern entwickelt, ein Volk, das im heutigen Irak lebte. Die Sumerer haben aber keine Zehner, sondern ein 60er-System. Und das benutzen wir heute noch. Unsere Stunde hat 60 Minuten und unsere Minute hat 60 Sekunden. 5000 Jahre später
richtet sich die ganze Welt in ihrer Zeiteinteilung immer noch nach einem Zahlensystem, das vor 5000 Jahren entwickelt wurde. Es hat alles Geschichte in sich. Noch etwas anderes, was auch einen sehr aktuellen Bezug hat. Ich habe keine Mittelalter-Zitate erwähnt. Das Mittelalter endete ungefähr 1500. Das früheste Zitat von Martin Luther war von 1625. Also das nochmal in Klammern. Aber ich hatte Immanuel Kant aus dem 18. Jahrhundert zitiert. Und dieser Immanuel Kant prägt heute noch, und zwar maßgeblich, das internationale Völkerrecht und die Arbeit der UNO. Als die UNO nach dem Zweiten Weltkrieg als oberste internationale Friedensinstanz gegründet wurde, hat man sich massiv auf die kantische Schrift zum ewigen Frieden dabei bezogen. Das heißt, noch heute sind die Gedanken von Immanuel Kant tragend in den weltweiten Richtlinien, Bemühungen und Verordnungen zur Erhaltung des internationalen Friedens. Ich könnte noch mehr Beispiele nennen, in welchem Ausmaß Vergangenheit wichtig ist für unsere Geschichte und für unsere Gegenwart und für unsere Zukunft. Und jetzt der Bogen zu unserem heutigen Thema, Ängste und Befürchtungen. Keine Vergangenheit zu haben, kann sehr viel Angst machen. Das können Ihnen definitiv die Pfleger in den Pflegeheimen bestätigen, wie sehr die dementen Menschen unter Angststörungen leiden, weil sie sich so schwer orientieren können. Aber umgekehrt, wenn ich mit der Vergangenheit nicht richtig umgehe, sie nicht richtig durchdrungen habe, dann bin ich auch nicht in der Lage, richtig zu agieren. Das heißt, ich produziere angstmachende Zustände. Nach diesem Vorwort würde ich jetzt zum Thema Krisenmanagement ist auch Angstmanagement einiges Ihnen nahelegen und erläutern. Zuerst einmal ist es wichtig, dass man sich klar macht, dass eine Wirtschaftskrise, eine persönliche Krise, eine Absatzkrise, ich nehme mal jetzt die Naturkrise, Naturereignisse raus, aber alles, was mit Menschen zu tun hat, dass das auch nötig hat, sich mit Menschen zu beschäftigen. Das heißt, ich kann eigentlich in der Wirtschaft nur erfolgreich sein, wenn ich mich mit Menschen beschäftige. Die Amerikaner sagen, if you don't know people, you don't know business. Wer die Menschen nicht kennt, hat keine Ahnung von Geschäft. Die Psychologen sagen, der Mensch ist nicht logisch, er ist psychologisch. Und das kann ich tatsächlich aus meiner täglichen Coaching-Arbeit nur bestätigen. Ein Grund, weshalb ich auch, obwohl ich begeisterter Ökonom bin, in den letzten 25 Jahren jede Menge Zusatzausbildung im Bereich Psychologie gemacht habe, einfach um in den Unternehmen ein Gespür dafür zu haben, wo ein Problem psychologisch angegangen werden muss. Wir Volkswirte sagen, Wirtschaft heißt, mit Menschen umzugehen. Alle, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Zulieferer, selbst in den Behörden, alle sind Menschen. Wir müssen mit ihnen umgehen, das heißt, wir müssen mit Menschen umgehen. Und das lernen wir am allerbesten, indem wir erfolgreich mit uns selbst umgehen. Erfolg heißt letztendlich, mit sich selbst umzugehen. Das vorangeschickt, würde ich noch ein kleines bisschen mit dem Wort spielen wollen, auch hier bei den Amerikanern Anleihe nehmen. Im Englischen heißt Angst Fear. Und F-E-A-R wird bei den Amerikanern gerne auch als Akronym benutzt für False Expectations Appearing Real. Falsche Erwartungen, falsche Annahmen, die in Gedanken wie eine bewiesene Tatsache behandelt werden. Das ist eine Falle. Annahmen, Interpretationen, die wir als bewiesene Tatsachen geistig behandeln, und das merken wir oft gar nicht, dass das unser Gehirn tut, das ist echt ein Riesenproblem. Das ist etwas, was gerade in Krisenzeiten eine Riesenfalle ist, darauf werde ich noch tiefer eingehen. Sie liefern aber auch gleich die Lösung. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dieses Fear als Akronym zu verwenden, nämlich Face Everything and Rise. Konfrontiere dich mit der Wirklichkeit und wachse.
Und das ist in der Tat einer der probatesten Mittel, mit Angst oder mit Ängsten umzugehen. Es gibt eine sehr schöne Anekdote aus dem Arbeitsleben des Schweizer Psychologen Carl Gustav Jung, einer der Gründer der modernen Psychologie. Lassen Sie mich die Geschichte kurz erzählen, in der Hoffnung, sie bleibt Ihnen im Gedächtnis und wirkt dort. Der war schon ein älterer Herr, sehr erfolgreich, weltberühmt, am Zürichsee gelebt. Und eines Tages kam eine Frau zu ihm und sagte: Herr Dr. Jung, ich brauche dringend Ihre Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann seit Wochen nicht mehr schlafen, ich werde immer kränker und schwächer deswegen, aber ich kriege es nicht unter Kontrolle. Ich habe jede Nacht den gleichen Albtraum und das macht mich fix und fertig. Sie müssen mir eigentlich helfen. Ich möchte wieder ruhig schlafen können. Und da sagte der Herr Jung: Ja, okay, mach mal, erzählen Sie mir doch mal den Traum. Und da erzählt sie, dass sie im Traum, im Schlaf, sich sozusagen im Bett liegen sieht, in ihrem Schlafzimmer. Und sie sieht aber auch, oder sie empfindet es eher, dass vor der Schlafzimmertür sich unfassbare, schreckliche Ungeheuer sammeln. Und sie spürt im Traum, dass die den nächsten Augenblick durch die Tür kommen werden, sich auf sie stürzen werden und sie zerreißen. Also springt sie aus dem Bett, alles im Traum, springt aus dem Fenster, da ist eine große Wiese, rennt über die Wiese, spürt, dass die Gespenster ihr folgen. Sie hört, sie spürt schon den Atmen dieser Gespenster und in diesem Augenblick wacht sie auf und kann nicht weiter schlafen. Und das geht seit Wochen so. Sagt der Jung: Ja, das können wir gut behandeln, machen sich keine Sorgen. Sie müssen mir nur von einem dieser Gespenster genau das Äußere beschreiben. Ich muss wissen, wenigstens von einem, wie der aussieht oder wie das Gespenst aussieht. Und das sagt sie: Herr Jung, ich drehe mich doch nicht um, ich bin doch auf der Flucht, ich weiß nicht, wie die aussehen. Und sagt er: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, passen Sie auf, wir machen Folgendes. Sie gehen jetzt wieder nach Hause und heute Abend, wenn Sie im Bett liegen, sagen Sie sich vor dem Einschlafen, dass Ihnen ja tatsächlich nichts passieren kann. Und Sie versuchen, Sie geben sich den Befehl, sich im Traum umzudrehen. Und dann kommen Sie mal in 14 Tagen wieder und ich brauche nur von einem einzigen Gespenst eine gute Beschreibung, eine präzise Beschreibung des Äußeren. Naja, okay, so verabschieden Sie sich. Nach 14 Tagen kommen Sie wieder, sieht gut aus, erholt. Herr Jung freut sich und sagt: Ach, Ihnen geht's gut? Sagt sie: Ja, mir geht's tatsächlich wieder gut. Also, na, dann kommen Sie rein und erzählen mir mal. Und dann sagt sie: Wissen Sie, die ersten Nächte hat sich das Schauspiel wiederholt. Ich habe es nicht geschafft, trotz aller Befehle vorm Einschlafen, mich umzudrehen. Aber dann, eines Nachts, habe ich es im Traum tatsächlich geschafft. Ich habe mich umgedreht und habe diese Gespenster angeguckt. Und, sagt Jung, was haben Sie gesehen? Da sagt sie: Sie werden nicht glauben, was passiert ist. In dem Moment, wo ich mich umgedreht habe, sind das solche Schießbuden-Pappfiguren geworden. Die waren aus Pappe, ich konnte die umkippen und seither kann ich gut schlafen. Diese Metapher ist eine brillante Metapher für eine hocheffiziente Therapie. Die hat wahrscheinlich wirklich nicht sehr viel länger im Gespräch gedauert, als ich es jetzt erzählt habe. Aber es zeigt eben auch, was Ängste brauchen. Erstens das Verschwommene. Ja, sie hat ja nur gespürt, sie hat ja nicht gesehen, sie hat nicht hingeguckt. Und in dem Moment, wo man aber den Mut hat, sich zu konfrontieren, sich umzudrehen, werden aus diesen furchtbaren Ängsten als Metapher Pappfiguren. Face everything and rise. Konfrontiere dich mit der Wirklichkeit, auch mit der und gerade mit der, die Ängste bei dir auslöst, und wachse daran. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen konzentriert und systematisch nach diesem Auftakt 9 Thesen zu Ängsten und Befürchtungen vorstellen. Ich bezeichne das nicht ohne Grund als Thesen. Thesen sind etwas, was man diskutiert. Und genau das ist das Beste, was passieren kann, dass Sie auf der Grundlage eines solchen Vortrages die Thesen diskutieren, sie entweder annehmen oder ablehnen, weil in der Auseinandersetzung, auch mit Gedanken, die einem nicht gefallen, lernt man wahnsinnig dazu und festigt auch eine innere Haltung. 9 Thesen zu Ängsten und Befürchtungen mit Lösungen zu ihrer Begegnung. Da ich schon mal in der Schweiz war, bleibe ich kurz dabei. Es gibt eine sehr gute Psychologin aus der Schweiz, Verena Kast, die hat ein Buch geschrieben vom Sinn der Angst.
Und ich möchte kurz drei Zitate daraus vorlesen. Sie schreibt: Angst verändert uns in unserem Selbsterleben. Wenn wir Angst haben, haben wir bewusst oder unbewusst Fantasien, die auf unser Angsterleben einen großen Einfluss haben. Das heißt, Fantasie spielt hier eine große Rolle. Diese Fantasien sind auf eine, klar, katastrophale, nähere oder fernere Zukunft gerichtet. Es sind meistens keine vollkommen ausgestatteten, ausgemalten Fantasien, sondern eher Fantasiesplitter. Wir fühlen uns dann nicht mehr getragen, fühlen uns unsicher in diesem Leben, existenziell bedroht. Weiter schreibt sie, wenn wir uns ängstigen, dann verlieren wir zumindest für einen Moment unsere gewohnte Souveränität, unser gewohntes Selbstvertrauen. Wir fühlen uns hilflos und versuchen dennoch zu reagieren. Und hier merken Sie langsam die Verbindung zur Krise. Was Ihnen da definitiv bei der Bewältigung einer Krise nicht passieren darf, ist, Ihre Souveränität und Ihr Selbstvertrauen zu verlieren und sich hilflos zu fühlen. Sie schreibt weiter, wir bemänteln Angst mit vielen Ausdrücken, nennen es Anspannung, Verwirrung, Nervosität, Stress, aber dahinter steckt Angst. Ein ganz wichtiger Aspekt. Stress ist keine gesunde Angelegenheit, das wissen Sie, es fühlt sich auch nicht gut an und es macht durchaus mal Sinn, sich zu fragen, welche Angst steckt eigentlich hinter diesem Stress? Die erste These, Angst ist das Ergebnis gedanklicher Verschwommenheit und unvollständiger Fantasien, entsprechend Verena Kast und vieler anderer Psychologen und tatsächlich auch meiner Erfahrung im Coaching. Die Lösung liegt damit auf der Hand. Gedankliche Präzision statt gedankliche Verschwommenheit und unvollständige Fantasie. Und ich wage die Behauptung, gedankliche Präzision ist der größte Feind fast aller Emotionen und auch der Angst. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie kommen heute Abend nach Hause und treffen dort den Menschen, der Ihnen vieles bedeutet und den Sie lieben. Und Sie sagen zu diesem Menschen, Schatz, du bist die Sonne meines Lebens. Ich danke Gott jeden Tag, dass er dich geschaffen hat. Ich liebe dich so sehr. Und als Antwort kriegen Sie, aha, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebst du mich denn? Wenn Ihr Gehirn sich mit Zahlen beschäftigen muss, dann können Sie sicher sein, ist die Emotion im Verschwinden. Gedankliche Präzision ist der größte Feind der Emotion, auch der Angst. Sie können mit gedanklicher Präzision fast jede Emotion in Gedanken erstmal neutralisieren. Und diesen Mechanismus sollten wir uns bei dem Umgang mit Ängsten definitiv zunutze machen. Ich möchte zum Thema Emotionen gerne noch etwas mitgeben, weil das ist ganz wichtig zu verstehen. Die Amerikaner sagen, Emotionen sind Energy in Motion, Energie in Bewegung. Ne? Und gucken Sie sich auch mal an, ne? Motion, ja? Motor, Motivation. Emotion, dieses Mo hat immer etwas mit Bewegung zu tun in der Sprache. Ich habe Ihnen hier mal ein Tableau mitgebracht mit möglichen Emotionen. Dieses Tableau steht nicht für Vollständigkeit. Sie merken auch, ist der ein oder andere Begriff ist doppelt. Das liegt daran, dass mir dann irgendwann keine Emotionen mehr eingefallen sind. Ich aber das Tableau schließen wollte, hat also keinen tieferen Sinn. Und gucken Sie sich diese Emotionen mal in Ruhe an und fragen Sie sich mal, wie hilfreich Sie bei der Bewältigung einer Herausforderung sind. Schuld, Scham oder Stolz, zu stolz, um Fehler zuzugeben, Apathie, Frustration, okay, das kann ein guter Motor sein, sich um Lösungen zu bemühen, Neid, ein wirklich extrem kontraproduktives Gefühl oder Emotion. Also ich bin nicht christlich, aber ich bin sehr dafür, dass Neid als einer der 7 Todsünden gilt. Nichts begrenzt sie mehr als Neid. Es macht sie regelrecht klein. Hass ist auch nicht unbedingt sehr hilfreich. Kälte, Eifersucht, Niedergeschlagenheit, Verwirrung, Gleichgültigkeit.
Natürlich kann Fülle, Glück, Freude, Optimismus, Euphorie, das sind durchaus gute Freunde. Ja? Lassen Sie uns schauen, wie Emotionen wirken. Es ist so, dass jeder Gedanke, den wir denken, auf die eine oder andere Weise eine Emotion auslöst. Und diese Emotion entscheidet darüber, ob und wie viel Handlung stattfindet und mit welcher Energie diese ausgestattet wird. Der Mensch hat, so sagen Wissenschaftler, am Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken. Ich habe es nicht nachgezählt, ich weiß nur eines: das buddhistische Ziel, seine Gedanken unter Kontrolle zu bringen, gelingt mir definitiv nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, dass mein Kopf, was die Gedanken anbetrifft, eher wie eine Popcornmaschine arbeitet und die Gedanken einfach rausspritzt, und ich muss dann gucken, wie ich damit umgehe. Aber wie auch immer. Das heißt, jeder dieser 60.000 bis 80.000 Gedanken ist auf die eine oder andere Weise eine Handlungsanweisung. Frag da nochmal nach, lass es bleiben, mach dies nicht, doch mach dieses. Ja? Das heißt, nichts tun oder etwas tun. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn die Emotion negativ ist, die den Gedanken begleitet, dann stellt unser System, unser Gehirn, wenig bis keine Energie zur Verfügung, um diesen Gedanken umzusetzen. Das Ergebnis, die Verwirklichung des Gedankens fällt uns schwer. Wir nennen das inneren Schweinehund. Oder wir fangen gar nicht erst an. Das Gehirn schafft dann auch als guter Freund, der es ist, die passenden Gedanken, die uns erklären, warum wir das es besser doch nicht tun sollten. Das heißt, wir vermeiden, wir verschieben, wir weichen aus oder machen es lustlos mit vielen Ablenkungen. Ja, also Beispiel, wenn ich abends auf dem Sofa sitzen würde, gucke Fernsehen, habe ein Glas Wein und denke, ach, der Tag war schön. Und dann sagt so mein Gehirn, oh, du warst jetzt 3 Tage nicht draußen. Du bist nur entweder am Computer oder im Seminarraum oder sitzt im Auto. Das ist nicht gesund. Du solltest noch mal rausgehen, egal wie das Wetter ist, eine Runde ums Karree laufen, frische Luft schnappen und dich bewegen. Aber dieser Gedanke löst bei mir keine Begeisterung aus. Ich kann es machen. Nichts und niemand hindert mich dran, trotzdem aufzustehen und rauszugehen. Aber das Gehirn wird mir jetzt Gedanken produzieren wie: Ach, weißt du, wenn du jetzt im Dunkeln rausgehst, kannst du stolpern, brichst dir im schlimmsten Fall einen Knöchel, dann musst du Termine absagen, dann hast du weniger um. Ja, das heißt, das Gehirn schafft dann auch noch sozusagen gleich die Argumente, weshalb ich es nicht tun sollte. Das ist eine ganz wichtige Sache, auch im Umgang mit ihren Mitarbeitern und übrigens auch mit Kunden. Sie ahnen nicht, wie viel Widerstand ihnen entgegenschlägt, wenn sie ungute Emotionen produzieren. Das hat nichts mit Logik zu tun. Das heißt, der Mechanismus ist schon logisch, weil die Logik dahinter ist, unser Gehirn hat dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Und wenn wir einen Gedanken denken, der eine negative Emotion auslöst, dann interpretiert das unser Gehirn als: ist nicht gut für meinen Besitzer. Also werde ich doch keine wertvolle Energie für etwas zur Verfügung stellen, was für den Menschen, für den ich da sein soll, nicht gut ist. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, den ich hier wirklich mitgeben möchte. Wenn Sie ungute Emotionen auslösen, produzieren Sie Widerstand und verringern die Energie, die der Umsetzung eines Gedankens oder einer Anweisung sozusagen fehlt. Wenn die Emotionen positiv sind, die den Gedanken begleiten, dann stellt uns das System ausreichend bis sogar üppig Energie zur Verfügung. Das Ergebnis: die Umsetzung meines Gedankens fällt mir leicht, ich bin hochkonzentriert und der Erfolg des Unternehmens ist wahrscheinlich und vor allem auch deshalb, weil mich Fehler und Rückschläge weniger entmutigen. Ja? Also der Gedanke, der Intellekt produziert sozusagen das Ziel, aber die Emotion entscheidet darüber, wie viel Energie dieser Zielumsetzung zur Verfügung gestellt wird. Ich bin zum Beispiel neben meiner Arbeit, die Sie hier erleben, begeisterte Gärtnerin. Und wenn ich einen Tag frei habe, ohne Termine und ohne irgendwelchen anderen Druck, und ich früh aufstehe und denke, Mensch, heute könntest du den Tag im Garten verbringen,
Das ist so eine Euphorie, die da in mir entsteht, dass ich den ganzen Tag im Garten arbeiten kann, ohne dass ich Hunger und Durst empfinde und abends traurig bin, dass ich nach Hause gehen muss, weil es dunkel wird. Am nächsten Morgen spüre ich dann, dass mein System mir wesentlich mehr Energie zur Verfügung gestellt hat, als gut gewesen wäre. Das heißt, die Batterie ist ziemlich leer und ich brauche so 24 Stunden, um die wieder aufzufüllen. Und da merke ich eben, wie das funktioniert. Wenn Sie in einer Begeisterung sind, das heißt, wenn Sie positive Emotionen haben, Albert Einstein sagt, wo Liebe ist, ist keine Last. Und das ist genau die Logik. Unterschätzen Sie die Bedeutung der Emotionen nicht. Und das ist auch ein Grund, weshalb man Angst bekämpfen muss oder Befürchtung. Ich komme noch genauer darauf zu sprechen, weil Sie definitiv erstmal für die Umsetzung eines Gedankens die Energie reduzieren. Unter anderem auch, weil sie sie woanders hinleiten, die Energie. Ich habe Ihnen hier noch etwas mitgebracht, was nicht ganz ohne Bedeutung ist und das Ergebnis einer bisher, also das bisherige Ergebnis einer Forschung. Übrigens eine Buchempfehlung, Dr. Gabor Maté, das ist ein amerikanischer Arzt. Am Ende seines Berufslebens hat er mal sein Berufsleben zusammengefasst und hat Bücher geschrieben zum Zusammenhang zwischen Emotion und Immunsystem. Das Buch, was ich Ihnen hier nenne, das ist vom Mythos des Normalen, New York Times Bestseller, das ist also auch auf Deutsch, finden Sie bei Amazon, überall, ist wirklich zu empfehlen, weil es sich damit beschäftigt, welchen Irrtümern unsere Gesellschaftskultur aufsitzt und was das mit unserer Gesundheit macht, weil es den Zusammenhang von Emotion und Immunsystem im Negativen bedient. Er sagt, Emotion und Immunsystem haben die gleiche Aufgabe auf zwei verschiedenen Ebenen. Das Immunsystem, das ist jetzt übrigens kein Zitat, das ist eine Zusammenfassung. Das Immunsystem soll auf der körperlichen Ebene das Gute reinlassen und das Schlechte von uns fernhalten. Das ist die Aufgabe des Immunsystems. Und die Emotionen haben auf der sozialen Ebene das Gleiche zu tun. Sie haben dafür zu sorgen, dass das, was uns menschlich und seelisch nicht gut tut, Entschuldigung, dass das, was uns menschlich und seelisch gut tut, unterstützt wird und das, was uns seelisch schadet, von uns ferngehalten wird. Das heißt, die Emotionen sind sozusagen ein Indikator, der uns in unserer Persönlichkeitsentwicklung als Mensch, in unserem sozialen, emotionalen Wohlbefinden schützen soll. Und weil die beiden das gleiche Prinzip als Aufgabe haben, interagieren die auch. Also Emotionen wirken auch auf das Immunsystem. Das ist keine neue Erkenntnis, ich will sie hier aber nochmal betonen. Die Frage ist natürlich, was entscheidet darüber, welcher Gedanke oder welches Ereignis welche Emotion auslöst? Und hier bin ich wieder bei der Vergangenheit. Die ist nämlich ganz oben dran. Einerseits als evolutionäre Determination, was da abläuft, mit welchem evolutionären Wissen im Unterbewusstsein wir auf die Welt kommen, ist enorm. Da könnte ich jetzt auch bis heute Abend Geschichten erzählen. Also unsere evolutionäre Determination, das ist klar. Also wenn wir alleine, das ist lustig, der Wald ist eigentlich heute einer der sichersten Plätze und trotzdem gehen wir nach wie vor abends nicht alleine durch den Wald. Das ist eine evolutionäre Determination, wiewohl das wahrscheinlich im Moment sehr viel sicherer ist, als durch bestimmte Stadtteile in der Bronx nachts zu gehen. Dennoch haben wir vor dem Wald so große Angst. Das ist evolutionär determiniert, das steckt noch drinne. Die Erziehung ist sehr bedeutsam und natürlich auch unsere Erfahrungen in der Vergangenheit. Der Amerikaner Dr. Joe Dispenza sagt, Emotionen sind das Endprodukt einer Erfahrung. Das heißt, unser Gehirn, unser Organismus legt wichtige Erfahrungen hinter Emotionen ab. Und wenn eine Situation in der Gegenwart passiert, die einer aus der Vergangenheit ähnelt, dann wird das sofort mit einer Emotion auch signalisiert. Also ich sage es mal als Beispiel, hätte ich als Teenager zweimal eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zu einem jungen Mann gehabt oder zu zwei jungen Männern, die jeweils rote Haare haben und die haben mich nicht gut behandelt, dann kann ich ihnen
definitiv sagen, 10 Jahre später, wenn ich einen sympathischen, rothaarigen Mann treffe, der sympathisch und nett ist, der hat erstmal einen schlechten Stand, weil die Emotion sofort erstmal ungut ist. Da kann ich gar nichts gegen tun. Das sind Automatismen. Wie ich damit umgehe, das ist dann eine andere Frage. Interessen, Neigungen, wie gesagt, ne, also für manche ist Gartenarbeit ein Gräuel. Für mich ist das wie eine Belohnung, wenn ich einen Tag mit Gartenarbeit verbringen darf. Und automatisch sind natürlich die Emotionen positiv. Mein ganzes Leben schon als Kind interessieren mich volkswirtschaftliche Zusammenhänge. Sie können mich ständig damit behelligen. Sie können mich auch nachts wecken. Das ist einfach etwas, was mich begeistert, glücklicherweise bis heute. Werte, ganz was Wichtiges. Ich werde im dritten Teil darauf als Führungsinstrument nochmal zurückkommen, weil sie für die Motivationspflege sehr wichtig sind, Glaubenssätze und Haltungen. Wir haben hier in Deutschland sehr merkwürdige Glaubenssätze und Haltungen zum Thema Geld. Was ich alles von Unternehmern und Unternehmerinnen zu diesem Thema schon gehört habe, das war enorm. Also zum Beispiel Frau Färber, anständige Menschen sind nun mal nicht reich, also lassen Sie mich mit dem Kohlethema zufrieden. Das ist ein Originalzitat von einem Unternehmer aus der IT-Branche. Wenn ich natürlich so einen Glaubenssatz und so eine Haltung habe, dann wird mir das Geldverdienen nicht sehr gut gelingen, weil es mir schlichtweg keinen Spaß macht. Routinen, das ist klar, die sind sehr wichtig, weil sie auch energiesparend sind. Mein Selbstbild, mein Weltbild und so weiter. Das sind alles Determinanten, die darüber entscheiden, welche Emotion, ein Ereignis oder ein Gedanke bei mir auslöst. Also, beachte, Emotionen sind in Anführungsstrichen nur Energietreiber oder Energiebremser. Sie entscheiden, ob Energie zur Verfügung gestellt oder blockiert wird, also ob ich mit angezogener Handbremse durch die Welt fahre. Es ist der Verstand, nicht die Emotion, der die Ideen für die konkrete Verwendung für Energien produziert. Das heißt, Emotionen sind erstmal nur Energie. In welche Richtung ich sie lenke, das macht der Verstand. Und hier will ich Ihnen ein faszinierendes Beispiel zeigen. In der Krise gilt Think Different. Das ist der Slogan, den Steve Jobs eigentlich entwickelt hat, als er das zweite Mal zu Apple gekommen ist. Das Unternehmen ist ja dann zwischendurch mal von der Führung, die auch Steve Jobs entlassen hatte, ziemlich runtergewirtschaftet worden. Und dann haben sie Steve Jobs zurückgeholt. Und er hat anhand eines Beispiels von Nike, das erzähle ich Ihnen gleich, weil das ist genial, diesen Slogan Think Different für sein Unternehmen geprägt. Das heißt, in der Krisenzeit ist es entscheidend, dass meine Emotionen nicht auf Nebenschauplätzen verbraucht werden oder und meine intellektuelle Leistungskraft schwächen. Ich brauche ein Maximum an Energie für meinen Verstand, für die Bewältigung der Lern- und Wachstumsaufgabe. Die Energie darf nicht in der Emotion verstreuselt werden und geschwächt werden. Eine Krise ist immer eine Störung von Routinen und Automatismen. Man muss analytisch denken können, um neue Wege und Lösungen zu finden, wo die alten offensichtlich versagt haben, nachdem ich genau herausgearbeitet habe, welche alten haben denn versagt und welche alten halten das System nach wie vor intakt. Das Beispiel, folgende Geschichte. Und zwar, wir hatten 2012 die Olympiade in London. Und es ist für Sportbekleidungshersteller natürlich eines der wichtigsten Ereignisse. Und den Titel zu bekommen, Sponsor Olympia 2012, war damals für Adidas genauso interessant wie für Nike. Adidas hat den Zuschlag bekommen und hat bewirkt, dass nur Adidas mit Sponsor Olympia 2012 London oder überhaupt mit Olympia London werben darf. Niemand anders darf diese Begriffe verwenden, auch Nike nicht. Das hat sich Adidas 150 Millionen Dollar kosten lassen. Und wie gesagt, verbunden mit dem Verbot für andere, Olympia London 2012 zu benutzen in der Werbung. Ja, das war also ein Kick-out für Nike. Nach dem Motto, du hast keine Chance, nutze sie.
ist Nike mit analytischem Verstand, mit gutem Denken an die Sache angegangen. Das heißt, denke mal anders und nicht fühle anders. Was hat Nike anders gedacht? Nike hat sich überlegt, normalerweise werben Sporthersteller, also Sportmittel, Sportbekleidungshersteller, mit den erfolgreichsten Sportlern. Das heißt, die Leute, die als großartig, außergewöhnlich auch berühmt sind. Und die nimmt man sozusagen als Werbeträger und macht dann einen entsprechenden Werbetrailer. Nike hat anders gedacht und hat überlegt, was ist denn eigentlich Großartigkeit? Ist Großartigkeit wirklich nur etwas für ausgewählte Sportler oder ist Großartigkeit nicht etwas, was in jedem von uns steckt? Und da haben die einen definitiv Low-Budget-Trailer produziert, wo sie einmal um die Welt sozusagen aus verschiedensten Ländern und Kulturen Menschen aus dem Alltag genommen haben, die sich Herausforderungen stellen und sie bewältigen. Und haben sozusagen die Kamera um die Welt mit diesen kleinen Szenen, die aneinandergereiht waren, um die Welt drehen lassen und haben dabei gesprochen, natürlich auf Englisch, ne? Was ist Großartigkeit? Ist Großartigkeit wirklich nur für ausgewählte Persönlichkeiten oder steckt Großartigkeit nicht in jedem von uns? Das war de facto ein Ermutigungsfilm. Find your greatness. Ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie sich das mal bei YouTube an, das ist nach wie vor drin. Und das hat natürlich Millionen Menschen angesprochen, ja, die auf einmal ermutigt wurden, ihre eigene Großartigkeit zu entdecken. Abgesehen davon haben sie noch was anderes gemacht. Es gibt in der Welt wohl rund 29 Plätze außerhalb von England mit dem Namen London. Die haben sie natürlich ausfindig gemacht und im Hintergrund immer London auch eingeblendet. Das konnte man ihnen ja nicht verwehren. So, was ist das Ergebnis? Adidas hatte mit seinen Werbetrailern 1,5 Millionen Zuschauer innerhalb von 10 Tagen. Nike hatte 4,5 Millionen Zuschauer. Als nach der Olympiade eine Befragung gestartet wurde und unter anderem auch gefragt wurde, wer war der Sponsor von Olympia London 2012, hat der übergroße Teil geantwortet, Nike. 150 Millionen Dollar in den Sand gesetzt, nicht ganz und gar, aber das muss man sich mal überlegen. Man wollte ja jemanden völlig auskicken, den größten Konkurrenten. Und der ist nicht emotional empört geworden, der hat sich hingesetzt und hat analytisch gedacht. Und das hat damals auch Steve Jobs so begeistert, dass er dieses Motto Think Different, denke anders, zu seinem Motto erhoben hat. Krisen bewältige ich, indem ich anders denke, nicht indem ich anders fühle oder indem ich fühle. Natürlich brauche ich Begeisterung. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Team bei Nike, das sich das ausgedacht hat, zwischendurch Begeisterung für die Idee empfunden hat. Das treibt an. Aber wie gesagt, es ist unser analytischer Verstand, wenn wir uns von Emotionen, gerade von Ängsten leiten lassen, dann kann unser Gehirn nicht ordentlich arbeiten. Und ich sage Ihnen eins, dieses Gehirn hat in der Evolution der Menschheit schon so wunderbare Lösungen auf so aussichtslose Situationen gefunden, dass es uns möglich war, bis hierher zu kommen. Also, find your greatness, think different. Ich habe gesagt, Präzision, gedankliche Präzision ist ganz wichtig. Und das möchte ich jetzt auch mal in Bezug auf die Begriffsbestimmung machen. Ich habe nicht ohne Grund zwei Begriffe im Titel verwendet, Angst und Befürchtung. Es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass es zwei verschiedene Dynamiken gibt, die sich gleich anfühlen, aber einer unterschiedlichen Kausalität unterliegen. Was ist eine Befürchtung? Laut Wörterbuch ist es die Erwartung einer unangenehmen Sache, eine furchtvolle, schreckliche oder schlimme Erwartung bzw. Annahme, eine Besorgung. Eine dunkle Vorahnung. Eine Befürchtung haben wir also immer dann, wenn hier und jetzt tatsächlich noch überhaupt nichts geschehen ist. Das Ganze findet nur in unseren Gedanken statt. Und das ist wichtig, sich klar zu machen, weil wenn Sie Erwartungen und Ahnungen
und Fantasien als bewiesene Tatsachen handhaben, dann sind sie in der Falle. Eine Befürchtung ist in der Regel viel Lärm um nichts, um bei Shakespeare Anleihen zu nehmen. Angst im Sinne einer Befürchtung, und das ist die zweite These, ist das Ergebnis einer Zukunftsfantasie. Hier und jetzt ist noch gar nichts passiert. Die Lösung im Umgang, ja, mit dieser Befürchtung, präzise Frage stellen. Hinterfragen der Wahrscheinlichkeit, dass meine Befürchtungen wahr werden. Ja, also zum Beispiel fragen, betrifft meine Befürchtung die Gegenwart oder die Zukunft? Die Befürchtung präzisieren. Was glaube ich denn, was wie, wo, wann passieren wird? Schreiben Sie es ruhig auf. Präzisieren Sie so viele Details wie möglich. Dann stellen Sie sich mal die Frage, was kann ich über die Zukunft gesichert wissen? Kann ich sicher wissen, dass das wahr ist, was ich denke, was ich mir vorstelle? Und die Wahrheit wird immer, oder die Antwort wird immer Nein sein. Über die Zukunft können wir nichts gesichert wissen. Beziehungsweise, wir können in Wahrscheinlichkeiten denken. Natürlich, wenn ich eine Brücke baue, die statisch, sag mal, für 12 Tonnen ausgelegt ist und ich muss sehen, dass immer wieder 20 Tonner darüber knallen, dann kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, wenn das so weitergeht, wird die Brücke irgendwie einstürzen. Wann sie das tut, bei welchem Ereignis, das wissen wir nicht. Also ist es natürlich besser zu sagen, hört mal damit auf, das ist eine 12-Tonnen-Brücke, bitte nicht mehr als 12 Tonnen. Ja? Aber eine solche Überlegung löst auch keine Panik aus, auch keine große Emotion. Das ist eine ganz mathematisch-statistische Überlegung. Mit welchen Haltungen und Wünschen kollidiert meine Befürchtung? Ist es objektiv schlimm oder nur, weil ich es nicht will? Ich hatte im letzten Vortrag gesagt, wir sind nicht gut darin zu unterscheiden, was brauchen und wollen ist. Manchmal haben wir Ängste, weil das, was wir wollen, nicht eintreten könnte. Nicht, dass wir das unbedingt bräuchten. Ja? Die alten griechischen Philosophen haben gesagt, überleg dir deine Wünsche, sie könnten in Erfüllung gehen. Oder Oscar Wilde, der englische Romancier, sagte mal, es gibt im Leben eines Menschen nur zwei Tragödien. Die eine Tragödie ist, nicht zu bekommen, was man will, und die andere Tragödie ist, es zu bekommen. Insofern ist auch da eine Selbstreflexion relativ ernüchternd, und das ist positiv. Ja? Das Wort Ernüchterung, ich werde nüchtern, und das heißt, ich kann wieder klar denken. Welche schlimmen Ereignisse habe ich in der Vergangenheit schon erfolgreich bewältigt und warum? Hier kommt die Vergangenheit als Lösungsinstrument wieder ins Spiel. Welche Erfahrungen könnte ich gegebenenfalls jetzt nutzen oder in Zukunft einsetzen, sollte meine Befürchtung eintreten? Ich kann es nicht oft genug sagen und ich werde es möglicherweise auch wiederholen. Wir machen in Deutschland in den Unternehmen einen Riesenfehler, und zwar fast alle. Wir werten positive Ereignisse, wir werten Erfolge nicht wirklich aus. Wir sprechen so viel über Fehler, über Missgeschicke. Das ist auch wichtig, habe ich nichts dagegen. Aber wie gesagt, ja, Einheit und Kampf der Gegensätze, das Leben vollzieht sich zwischen Polen. Fehler und Erfolg. Und wir müssen über beides reden. Und wenn wir uns von mir aus auch als Routine mit bestimmten Regelmäßigkeiten immer mal wieder zusammenfinden und uns fragen, was haben wir denn im letzten Monat oder im letzten Vierteljahr oder in der letzten Woche richtig gut gemacht? Was ist uns richtig gut gelungen? Und warum ist uns das gut gelungen? Welches Verhalten, welche Haltung haben dazu geführt? Da erstens ist es eine irre Motivationspflege für Ihre Leute. Solche Gespräche machen definitiv mehr Spaß, als über Fehler zu reden. Fehler sagen uns, wie es nicht geht. Und daraus können wir natürlich Hypothesen ableiten, wie es gehen könnte. Aber wir müssen es ausprobieren. Erfolge sagen uns definitiv, wie es geht. Und je mehr mein Säckchen an Instrumenten und Methoden, Erfolge zu kreieren, gefüllt wird, je weniger Angst habe ich für die Zukunft. Ein Kapitän, der eine große Erfahrung hat, ein Kapitänspatent, der hat keine Angst, wenn ihn auf hoher See ein Unwetter trifft. Der weiß, was er zu tun hat.
Überall da, wo es um Leben und Tod geht, zum Beispiel bei Piloten, zum Beispiel bei Chirurgen, bei Ärzten, werden Dinge jahrelang eingeübt, um Automatismen in den Verhaltensweisen sozusagen ins Körpergedächtnis hereinzudrücken, weil in allerhöchster Gefahr wir nicht die Zeit haben, da großartig noch zu lamentieren. Cousin von mir, der ist Unfallchirurg, na, wenn da in der Unfallstation jemand verunfallter reinkommt, die brechen da nicht in Emotionen aus und das heißt nicht, dass sie kaltherzig sind. Diese Emotionen würden sie daran hindern, wirklich das Maximum an Hilfe zu geben, um die Situation, das ist ja eine Krise, wenn Sie so wollen, um das abzuwenden, um es sozusagen wieder in die Gesundheit zu führen. Da helfen die Emotionen nicht, da helfen eintrainierte Erfolgsabläufe, Verhaltensabläufe. Und nicht ohne Grund müssen Piloten ihr Pilotenpatent jedes Jahr wieder auffrischen. Das heißt, dort will man Verhaltensabläufe als Automatismen eintrainieren. Übrigens, wenn Sie als Passagier in 10.000 Meter Höhe im Flugzeug sitzen und der Pilot aus dem Cockpit lässt über den Funk sagen, sehr verehrte Damen und Herren, ich habe gerade die Information gekriegt, dass ein Unwetter auf uns naht. Wissen Sie, ich muss erst mal mich wieder fangen. Ich schluchze hier. Wenn jemand noch Taschentücher hat, kann er mir die gerne nach vorne bringen. Ich glaube, diese Ansage würden Sie nicht hören wollen. Da möchten Sie einen emotionslosen Piloten, der sagt, Essen und Trinken einstellen. Wir haben ja alles im Griff. Lehne hochstellen, die Stewardessen kommen durch, kontrollieren das. Und bevor ich nicht sage, wieder abschnallen, sitzen Sie so, wie ich es Ihnen jetzt sage. Und wir machen ja vorne alles. In Krisenzeiten sind wirre Emotionen eben tatsächlich keine Hilfe. Welche unbewältigten seelischen Probleme stehen mir jetzt im Weg? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und hier bin ich wieder auf dem Trip, wie wichtig Vergangenheit ist. Der Mensch besteht zu einem Riesenteil aus Vergangenheit. Und was unser Verhalten, unser Reaktionsmuster anbetreffen, so werden die sehr stark in der Kindheit, ich sage es jetzt mal wirklich, programmiert. Ja, da wird sozusagen unser Betriebssystem, unser Computer mit der nötigen Software ausgestattet, Verhaltenssoftware. Und wenn die aber für ein Erwachsenenleben nicht geeignet ist und schon gar nicht für ein Unternehmerleben, dann haben wir ein Problem. Und vor allem in der Krise. Wenn wir eine Konjunktur haben, der Markt ist groß, die Zeit, alles läuft ganz easy, dann kann ich mir wahnsinnig viele unbewältigte seelische Probleme durchaus leisten, die dann auch zu Problemen im Führungsverhalten führen. Aber nicht, wenn ich in einer Krisensituation bin. Zumal das Kindheits-Ich keine souveränen Programme produziert, sondern Verhaltensprogramme aus der Perspektive eines menschlichen Wesens, das noch nicht in voller Kraft und Macht ist. Schon aus diesem Grund sind sehr, sehr viele Verhaltensprogramme aus der Kindheit für den Erwachsenen gar nicht mehr geeignet. Viele, aber bei weitem nicht alle. Und ich würde sogar sagen, im Normalfall ist die Mehrheit der Kindheitsprogramme sehr gut, hat sich gut bewährt, auch für den Erwachsenen. Ich habe aus diesem Grund tatsächlich mal vor 2 Jahren ein Seminar entwickelt zum Thema Ihr inneres Kind führt nicht gut. Das ist ein ziemlicher Erfolg geworden, wo wir mal angeschaut haben, also das waren Unternehmer und Führungskräfte, ne? Welche Kindheitsprogramme hindern mich eigentlich an einer souveränen, machtvollen Führungsarbeit? Ist 7-mal inzwischen schon wiederholt worden und ist nicht ganz ohne. Ne? Da fließen auch durchaus mal Tränen, die Gruppen sind auch ganz klein nur, aber das Feedback war zu 95% grandios. Also, bleiben wir mal bei dem Thema. A, meine Befürchtungen sind Fantasien. Nichts ist bis jetzt tatsächlich passiert. Fantasien, die ungute Emotionen auslösen und damit mein Gehirn dazu führen, mir meine Energie aus diesem Bereich wegzunehmen. Das Gehirn will, dass wir von dem weggehen, was offensichtlich so ungute Emotionen produziert. Das heißt, ich bin im Fluchtmodus und nicht im Konfrontiere alles und wachse dran. Das Wort Angst würde ich gerne so verstanden wissen. Wie gesagt, die Begriffe sind sicherlich diskutierbar, aber eine saubere Begriffsbestimmung bringt eine Ordnung. Und eine Ordnung ist eines der probatesten Mittel, in komplexen Situationen gut agieren zu können.
Angst als Ergebnis einer tatsächlich bedrohlichen Situation im Hier und Jetzt. Unser Leben, vor allem in der Vergangenheit, bestand ja wirklich aus ausreichend Situationen, die lebensgefährlich waren. Also alleine, wenn man überlegt, was früher für Tiere im Wald gelebt haben und wir haben im Wald gelebt, also das Ganze ist nicht ganz lustig. Und da hat natürlich unser Organismus, unser System vorgesorgt, wie wir damit umgehen können. Das heißt, hier in einer so akuten bedrohlichen Situation schaltet das Gehirn um, und zwar in den Modus des Unterbewusstseins. Da wird nicht mehr viel gedacht. Und da haben wir ein feststehendes Programm, und das heißt Flucht oder Kampf oder Erstarrung. Die Lösung der Wahl ist immer Flucht. Ja, die Natur ist nicht so sehr auf Kampf aus, weil es da eine hohe Verletzungsgefahr gibt. Und die Tiere wissen sehr wohl, sie haben keine schnelle medizinische Hilfe. Also eine Verletzung kann sie endgültig auskicken. Das heißt, Flucht ist tatsächlich in der Natur das probateste Mittel. Dann erstmal natürlich auch noch Drohgebärden, wenn das alles nicht hilft. Und sagt, du, besser du vermeidest den Kampf und flüchtest. Und wenn das alles nicht hilft, dann ist auch das, der Modus der Erstarrung eine Lösung. Aber auf jeden Fall sind in solchen akuten Situationen die Denkprozesse eingeschränkt. Wir schalten um auf einen Verhaltensautomatismus, der sich evolutionär bewährt hat. Und damit wir fliehen oder kämpfen können, wird unser Körper auch sofort ausgestattet mit Adrenalin und Cortisol, um den Körper in die Lage zu versetzen, Höchstleistung zu erbringen. Das ist die Dynamik in einer realen, bedrohlichen Situation, die Angst auslöst. Dritte These: Es gibt einen feinen, aber wichtigen Unterschied zwischen Angst und Befürchtung. Was uns in der Regel zu schaffen macht, sind Befürchtungen im Sinne von Annahmen über eine Zukunft, die wir uns negativ ausmalen, über die wir hier und jetzt nichts mit hundertprozentiger Sicherheit sagen oder wissen können. Das heißt, Befürchtungen sind Interpretationen und Projektionen. Die Lösung im Umgang mit Befürchtungen ist ganz offensichtlich: hinterfragen, statt sie innerlich wie eine bewiesene Tatsache zu behandeln. Das Problem ist, dass unser Gehirn tatsächlich nicht zwischen einer vorgestellten Gefahr, einer eingebildeten Gefahr und einer tatsächlich realen Gefahr unterscheidet. Das heißt, das Gehirn unterscheidet in seiner Reaktion nicht zwischen realer Bedrohung und vorgestellter Bedrohung und schüttet in beiden Fällen Adrenalin und Cortisol aus. Der Unterschied ist, bei einer realen Bedrohung fliehen, kämpfen wir, das heißt, wir werden körperlich aktiv, um uns aus der Gefahr herauszubringen. Und das baut Cortisol und Adrenalin wieder ab. Das heißt, wir sind aus der Gefahr raus, die Bedrohung ist hinter uns, wir haben sie gut bewältigt, wir atmen noch mal tief durch, der Blutdruck senkt sich, der Körper fährt wieder runter, Cortisol und Adrenalin wird abgebaut und wir können normal weiterleben. Bei einer vorgestellten Bedrohung produzieren wir auch Cortisol und Adrenalin, wir bleiben aber am Schreibtisch sitzen und belasten über Stunden, wenn wir die Fantasie aufrechterhalten, über Tage und Wochen unseren Körper mit Adrenalin und Cortisol. Das heißt, wir versetzen den Körper in Höchstleistungsfähigkeit, rufen diese Leistung aber nicht ab. Und die beiden Stresshormone können auf diese Weise unseren Körper schädigen. Adrenalin und Cortisol, da würde jeder Arzt zustimmen, sind einer, wenn es ein Dauerthema ist in unserem Körper, eine Riesengefahr für unsere Gesundheit. Und auf diese Weise machen wir selbst aus einer vorgestellten Gefahr eine reale, mindestens Gesundheitsgefahr. Zur Vertiefung, wie äußert sich Cortisol? Geraten, und das ist jetzt ein Zitat, geraten psychisch gesunde Menschen in große Gefahr, reagiert der Organismus mit Herzklopfen, Schweißausbrüchen und Zittern. Diese Angstreaktionen schützen normalerweise unseren Körper, weil sie uns eben befähigen, zu Abwehrreaktionen zu kommen. Und jetzt steht aber, wird viel und häufig das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet, können Verhaltensweisen auftreten wie Vernachlässigung, eine Vernachlässigung des sonst üblichen Tagesablaufs, steigender Konsum von Suchtmitteln, übermäßiges Essen, um das zu kompensieren, oder ein hohes Pensum an Sport,
was durchaus nicht die schlechteste Variante ist. Das sind alles Versuche, die innere Spannung, das heißt das Cortisol, abzubauen. Ein dauerhaft hoher Cortisolspiegel hat zur Wirkung, kann die Wirkung haben, erhöhter Blutdruck, hebt den Blutzuckerspiegel, baut den körpereigenen Eiweißspiegel ab, nimmt negativen Einfluss auf Knochenbildung und hier haben wir es, unterdrückt das Immunsystem, führt zu Niedergeschlagenheit, Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus, ein Riesenproblem, dass ihr Gehirn, der Hippocampus, richtig arbeiten kann. Der braucht nämlich intensive Schlafphasen. Und wenn das nicht da ist, haben wir Konzentrationsstörung, Gedächtnisstörung, schlechte Wundheilung, Magengeschwüre und so weiter. Also versuchen Sie, Ihre Fantasie, Ihre negative Fantasie und Ihre Befürchtungsemotionen unter Kontrolle zu halten. Das heißt nicht, dass ich mir nicht in Gedanken Worst-Case-Szenarien ausmale, im Sinne einer Analytik, wo also der Verstand arbeitet. Nochmal die Frage, wie viel akute Lebensbedrohung erleben wir tatsächlich in unserem Alltag, in unserer zivilisierten Welt? Im Prinzip kaum bis gar keine. Und wenn, sind wir durch ein fertiges evolutionäres Reaktionsprogramm hervorragend darauf vorbereitet. Die Frage, wie viel Adrenalin und Cortisol produzieren wir regelmäßig durch Befürchtung? Absolut der Situation nicht gemäß. Wir produzieren zu viele Krankmacher. Wir produzieren die größte reale Bedrohung für unser Leben durch unsere Fantasie von einer Bedrohung. Ich würde jetzt gerne 5 Minuten Pause machen, weil es geht jetzt nochmal wirklich in eine geistige Anstrengung. Wir vertiefen das nochmal. Ich möchte, dass Sie hier wirklich rausgehen und sagen, verdammt nochmal, das mache ich mir jetzt für 2024 zur Aufgabe, zum Plan, mich da in den Griff zu kriegen. 5 Minuten. Ich würde noch mal gerne auf etwas hinweisen, was Ihnen da wirklich Schwierigkeiten bereitet, weil das Teil unserer Psyche ist. Ich sagte ja, der Mensch ist nicht logisch, er ist psychologisch. Es gibt eine Logik der Psyche. Und hier gibt es den Mechanismus der sogenannten Projektion. Das machen wir sehr viel und das sehe ich in der Konfliktsituation und Konfliktentstehung in Unternehmen eigentlich kontinuierlich und immer wieder. Vor allem Konflikte werden vornehmlich über Projektions- und Interpretationsleistung geschaffen. In der Psychoanalyse versteht man unter Projektion einen Abwehrmechanismus, bei dem eigene Gefühle und Wünsche einem anderen Menschen oder Gegenstand zugeschrieben werden. Emotionen, Wünsche und Ängste, die wir nicht haben wollen, derer wir uns schämen, die verboten sind, die wir uns nicht zutrauen. Wir projizieren sie auf andere und bekämpfen sie dort. Das ist beim Mobbing einer der wichtigsten Dynamiken. Und damit sind diese ungeliebten Seiten nicht einfach weg. Das Problem ist tatsächlich zu unterscheiden, wann ist etwas eine treffsichere Intuition, das ist der Gegenpart der Projektion, und wann ist es eine interpretierende Projektion? Das heißt, ist es eine Wahrheit oder ist es eine Projektion? Wenn Sie, ich habe hier auch kurz ein Zitat von einer Psychologin, Ulrike Scheuermann, die schreibt auf ihrer Webseite, das Verständnis der Rolle der Projektion in Konflikten ist entscheidend für eine effektive Konfliktlösung. Indem man sich der eigenen Emotionen, Gedanken und Bedürfnisse bewusst wird und diese aktiv angeht, kann man dazu beitragen, unnötige Auseinandersetzungen zu vermeiden und Konflikte schneller zu lösen. Seit über 20 Jahren moderiere ich Konflikte in Unternehmen zwischen Mitarbeitern. Und ich kann sagen, zu 100% hatte das etwas zu tun mit enttäuschten Erwartungen, aber Erwartungen, die man niemals klar geäußert und verhandelt hat und deren Nichterfüllung man so interpretiert hat, dass auf der anderen Seite eine Boshaftigkeit oder eine Geringschätzung meiner Person gegenüber die Ursache ist. Auf der sachlichen Ebene gibt es eigentlich gar keine Konflikte, da gibt es Kontroversen, wo man mit Argumenten arbeitet. Die Projektionen verleiten uns dazu, auf der Emotionsebene tatsächlich Konflikte entstehen zu lassen. Und dann muss man im Gespräch schauen, dass man diese Dynamik Stück für Stück wieder herausarbeitet und zu Bewusstsein bringt, sodass jeder Einzelne der beiden Parteien erkennt, verdammt nochmal, ich habe mir hier eigentlich was eingebildet. 4. These.
Die Frage ist, die Krise, die ich als oder die Situation, die ich als Krise erlebe, das Ergebnis einer Entwicklung im Außen oder habe ich das Problem selbst geschaffen? Und hier ist die Lösung eine mutige und ehrliche Selbstreflexion. Es geht dabei nicht um Schuld, sondern im besten Sinne des Wortes um Macht. Das heißt, um Macht vor allem erstmal über mich selbst. Ich habe mich unter Kontrolle. Merke, ich werde über eine krisenhafte Situation im Außen nie mehr Kontrolle haben als über meine ganz persönlichen Krisen, Verwirrungen und Projektionen in meinem Inneren. So wie ich mich in meinem Inneren unter Kontrolle habe, so kriege ich auch die Situation im Außen unter Kontrolle. Ich würde hier Sie gerne nochmal, oder ich würde gerne auf etwas hinweisen, das auf den ersten Blick ein bisschen abgefahren wirkt, aber nehmen Sie es einfach mal an. Und sollten Sie Winterurlaub machen wollen und sich noch fragen, oh, was für ein Buch könnte ich mir mitnehmen, nehmen Sie das hier, Gavin De Becker, Mut zur Angst, wie Intuition uns vor Gewalt schützt, dieses Buch. Also Gavin De Becker war in den USA einer der erfolgreichsten und wichtigsten Sicherheitsberater. Der hat fürs Weiße Haus gearbeitet, der hat für Hollywood-Stars gearbeitet, fürs FBI, CIA. Ein herausragender Sicherheitsberater, der also mit der Intuition, die uns von der Natur aus gegeben wurde, hervorragend gearbeitet hat. Das hat er in seiner Kindheit gelernt, weil er eine alkoholsüchtige, schießwütige Mutter hatte. Und er hat immer wieder Situationen erlebt, wo er sich und seine kleine Schwester aus dem Schussfeld nehmen musste, um zu überleben. Und hat offensichtlich in seiner Kindheit da diese Fähigkeit, Situationen intuitiv, treffsicher zu interpretieren, geschult und hat später daraus einen Beruf gemacht. Dieses Buch ist das Ergebnis von 2000 Interviews, die er geführt hat mit überlebenden Opfern von Gewalttaten. Und die Interviews haben sich darauf konzentriert, herauszuarbeiten, wie oder ob die Intuition sie vorher gewarnt hat. In 100% der Fälle ja. Da wir aber sehr kognitiv konditioniert sind, trauen wir der Intuition oftmals nicht. Und wenn wir dann die Intuition arbeitet mit Verhaltensbefehlen, tu das, geh raus, glaub nicht, mach das nicht, und liefert uns aber keine Erklärungen mit. Und dann glauben wir der ganzen Sache nicht und gehen einfach weiter. Und dann sind eben diese Menschen in diese gefährlichen Situationen geraten, aus denen sie dann allerdings rausgekommen sind, weil sie dann ihrer Intuition gefolgt sind. Ein faszinierendes Buch, ein faszinierender Ansatz. Ja, das sind die zwei Gegenspieler, Projektion, Intuition. Intuition ist möglicherweise wirklich die Sprache unseres Unterbewusstseins, das, so sagen Wissenschaftler, ein High-Speed-Computer ist und pro Minute ungefähr 40.000 Informationen aufnehmen und verarbeiten kann. Ich kann das ja nur so wiederholen, ich war bei der Forschung nicht dabei, ich weiß es nicht, aber jeder von Ihnen hat Erfahrung mit Intuition. Und das ist etwas, wo ich Sie als Unternehmer, als Führungskraft, die ein Unternehmen durch Wirrungen und Irrungen und durch Krisen navigieren muss, wirklich nehmen Sie das mit ins Boot als Instrument, als Tool, versuchen Sie da durch Eigenbeobachtung eine Sicherheit auch zu bekommen. Fünfte These also, wir wurden von der Natur, von der Evolution mit einer unfassbaren Kraft und Macht ausgestattet, um allen Gefahren erfolgreich zu begegnen und Herausforderungen zu bewältigen. Lösung, werden Sie sich Ihrer natürlichen, evolutionär bewährten Kraft bewusst und blockieren Sie diese nicht durch Denkverbote, Selbstzweifel oder Vorurteile oder einem Ausufern von Emotionalität, von Panik. Es geht also hier um innere Reife. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, Hermann Hesse zu zitieren. Da gibt es ein sehr schönes Buch mit dem Titel »Mit der Reife wird man immer jünger«. Das ist doch tatsächlich ein Versprechen, das ermutigt, sich mit diesen Prozessen zu beschäftigen. Und in dem Buch steht ein Satz, da schreibt Hermann Hesse, »Neben den Gaben des Geistes sind die der Natur die einzigen, die uns nicht im Stich lassen, wenn es wirklich ernst wird. Besser kann ich es nicht formulieren. Der Geist und unsere natürlichen Potenziale, auf das können wir uns verlassen. Und je mehr Selbstbewusstsein,
Ja, ich bin meiner selbst bewusst, heißt, ich kenne meine Gaben des Geistes und ich kenne die verlässliche Natur in mir. Je selbstbewusster sie sind, je weniger ist eine Krise im Außen und übrigens auch im Inneren. Das kann immer wieder passieren. Ein wirkliches Problem. Also ich würde hier tatsächlich als Reife den Definitionsvorschlag machen, das ist die Kontrolle über die eigenen Emotionen, vor allem über Befürchtungen, das Bewusstsein der eigenen erarbeiteten und natürlichen Kraft und Erfahrungen, die sich im Leben als sinnvoll und hilfreich bewährt haben. Das ist der Grund, weshalb Sie immer wieder Erfolge auswerten sollen. Ich würde am liebsten diesen dummen Spruch, Eigenlob stinkt, also weiß ich nicht, in die hinterste Ecke verbannen. Das geht hier nicht um Eigenlob. Wir müssen uns selbst bewusst werden und wir müssen über Erfolge reden, weil wir dadurch in die Reife kommen. Sechste These, und hier zitiere ich jetzt einfach nochmal den Carl Gustav Jung, der hat gesagt, der Mann, der Mensch benötigt Schwierigkeiten, sie sind notwendig für seine Gesundheit. Und da ist ein Hinweis auf eine Haltung, die definitiv eine Lösung darstellt, die Haltung zur Krise. Sehen Sie eine Krise als eine akute Aufforderung, wieder zu Reifeprozessen zu kommen, sich bewusst und intensiv mit der inneren Reifeentwicklung zu beschäftigen. Und eine Krise lässt sich übrigens auch mit Reifeprozessen vermeiden und nicht nur überwinden. Wissen Sie, es kann einem in guten Zeiten schlecht gehen und in schlechten Zeiten gut. Wenn in der volkswirtschaftlichen oder weltwirtschaftlichen Situation ein Krisenprozess ist, heißt das noch lange nicht, dass Ihr Unternehmen und Ihr Leben davon betroffen sein muss. Es kann Ihnen auch in Krisenzeiten hervorragend gehen. Da gibt es sehr, sehr viele Beweise dafür. Sie müssen einfach nur wissen, wie Sie mit den Herausforderungen umgehen. Eine Krise ist definitiv eine Herausforderung, aber es ist nichts anderes als eine Herausforderung, sich wieder mit Reifeprozessen bewusst zu beschäftigen. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. So, jetzt habe ich Sie schon eine ganze Weile gefordert mit diesen psychologischen und biologischen Zusammenhängen. Und ich würde Sie gerne noch ein kleines bisschen mehr in die Tiefe führen, nach dem Motto, in der Tiefe liegt die Wahrheit. Und hier habe ich Ihnen einen der besten Psychologen der Neuzeit mal mitgebracht. Er ist jetzt schon alt, lebt in Kalifornien, San Francisco, falls er noch lebt, ich weiß nicht. Irvin Yalom. Und er hat die sogenannte existenzielle Psychotherapie entwickelt. Was bedeutet das? Er hat einfach mal nach einigen Jahren zurückgeblickt und sagte, wenn ich mir anschaue, was mir meine Klienten an Themen bringen, lassen die sich eigentlich auf vier Grundthemen, auf vier existenzielle Herausforderungen zurückführen oder zusammenfassen. Je nachdem, wie gut wir damit umgehen, läuft unser Leben gut oder auch nicht gut. Was sind diese existenziellen Herausforderungen, denen sich jeder Mensch in jeder Kultur konfrontiert fühlt. Ja. Das eine ist der Tod, ich komme gleich noch drauf, das ist ziemlich harter Tobak, aber der hat gerade für das Thema Angst eine tragende Bedeutung. Der Tod, das heißt, wir und die Menschen, die wir lieben, werden sterben. Natürlich gibt es Mechanismen, dieser Todesangst etwas zu entgehen, rein mentale Mechanismen. Dann die existenzielle Sinnlosigkeit, er sagt, wir müssen uns einen Sinn ausdenken. Per se hat unser Leben keinen Sinn. Natürlich können wir eine Philosophie darüber uns ausdenken, warum es doch einen Sinn hat. Und wir müssen jeder Einzelne für uns einen Sinn finden. Das Thema ist gerade wichtig, wenn es um Burnout geht. Hinter Burnout steckt nicht zu viel Arbeit. Hinter Burnout steht, ich finde keinen Sinn mehr in der Arbeit. Dann Freiheit und Verantwortung. Schopenhauer sagt, der Mensch ist zur Freiheit verdammt. Er entkommt der Verantwortung für sein Leben auch nicht, weil Freiheit und Verantwortung im Doppelpack kommen. Und wir haben in jeder Situation Entscheidungsmöglichkeiten, Reaktionsmöglichkeiten. Und wir entscheiden uns, wie wir entscheiden. Und dann sagt er, die letztendliche existenzielle Isolation, die ist gerade für Führungskräfte ein wichtiges Ding. Und zwar schreibt er, existenzielle Isolation bezeichnet einen unüberbrückbaren Abgrund zwischen sich selbst und anderen Lebewesen. Der Akt der Selbstschöpfung beinhaltet tiefe Einsamkeit.
Erich Fromm, auch ein deutscher Philosoph, glaubte, dass die Isolation die ursprüngliche Quelle der Angst ist. Er hob besonders das Gefühl von Hilflosigkeit hervor, dass wir uns ohne unsere Einwilligung in eine Existenz hineingestellt finden, die wir nicht gewählt haben. Das sind so viele Elemente in dieser Aussage, die es zu durchdenken gilt. Und eines kann ich Ihnen sagen, eine Führungskraft muss soziale Isolation aushalten können. Eine Führungskraft, ein Unternehmer ist zuallererst Interessensvollstrecker, Vormund sozusagen des Unternehmens. Das heißt, das Unternehmen kann sich nicht selber führen, es kann sich nicht selber gestalten, das müssen wir Menschen machen und ganz zuvorderst die Führungskraft, die Geschäftsführung. Und da müssen Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer auf Zustimmung seitens der Mitarbeiter stoßen. Natürlich muss ich diese Entscheidungen auf ihre Sinnhaftigkeit hin erläutern. Ich darf sie auch diskutieren. Aber irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen und muss sagen, das mache ich jetzt so. Ja? Dieses Unternehmen haben Sie ja auch gegründet, weil Sie Ihrer Definition eines sinnvollen Lebens folgen wollen, mit Hilfe dieses Unternehmens. Und Ihre Mitarbeiter helfen Ihnen dabei. Also Mitarbeiter oder Führungskräfte, die sogenannte Matcher sind, das ist ein Metaprogrammbegriff, das heißt, den Menschen, es gibt Menschen, denen es ist vor allem wichtig, Teil einer Gemeinschaft zu sein und die Anerkennung der Gemeinschaft zu bekommen. Und sie sind auch bereit, ihre eigenen Interessen hinten anzustellen und streckenweise auch zu sabotieren, nur um die Anerkennung der Gemeinschaft zu kriegen. Ich erlebe immer wieder, dass Führungskräfte, die von ihrem Metaprogramm Matcher sind, Probleme mit der Führung haben und auch Probleme mit ihrem Team. Also das sind alles Themen, die durchaus mit dem Unternehmertum zu tun haben. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin sowie alle Führungskräfte und im Prinzip jeder Mensch haben mit diesen Themen zu kämpfen. Und je nachdem, wie gut uns das gelingt, haben wir die Prozesse unter Kontrolle oder auch nicht. Lassen Sie mich noch kurz einen Schlenker machen zu dem Thema Tod und Todesangst. Nach Irving Yalom ist die Todesangst die primäre Angst. Alle anderen Ängste sind übersetzte, abgeleitete Ängste. Ohne Tod, sagt er, gibt es keine Angst. Und dann überlegt er, was sind so die klassischen Varianten, derer sich der Mensch bedient, um die Todesangst zu verdrängen. Religion, ne, Glaube an ein Leben nach dem Tod. Ich will ja nicht sagen, dass das nicht existiert oder ob es existiert. Ich will mich da, sondern das, was er sagt, das ist also eine Möglichkeit, die die Angst vor dem Tod minimiert oder aber, wenn ich an eine Hölle glaube, vielleicht auch verstärkt. Also Religion und dann zum Beispiel auch die Umwandlung der Angst vor dem großen Nichts, also für die Menschen, die sagen, danach kommt nichts, in die Angst vor etwas, um es erträglich zu machen. Für uns als Unternehmer für den Wirtschaftsbereich, für Führungskräfte, ist noch eine andere Methode der Todesangstverdrängung von Relevanz, und zwar der Glaube an die eigene Besonderheit. Das heißt, wenn ich mich von der Masse abhebe, wenn ich etwas Besonderes bin, dann gilt für mich auch nicht, was für alle gilt. Man fragt sich ja oft, warum Milliardäre, die also niemals in ihrem Leben das Geld ausgeben können, immer noch nach mehr gieren. Das hat ja keinerlei ökonomische oder überlebenstechnische Bewandtnis mehr, Bedeutung. Das hat aber etwas damit zu tun, dass ich damit meine eigene Besonderheit manifestiere. Und um diese These zu überprüfen, hat damals Irving Yalom in Kalifornien einige Top-Manager für, glaube ich, 2-3 Wochen aus dem Verkehr gezogen und hat mit denen ein Todesdesensibilisierungstraining gemacht. Das heißt, die mussten ihre eigene Beerdigungsrede für sich selbst schreiben, die mussten ihre Grabstein gestalten, ihren Nachruf gestalten, die mussten Aufsätze über den Tod schreiben. Die haben sich 2-3 Wochen von früh bis spät nur mit dem Tod beschäftigt. Und irgendwann kommst du dann an einen Punkt, wo das jetzt reicht's. Ne? Wenn du etwas übertreibst, dann zerstörst du das. Und nach dieser Zeit war für die der Tod egal. Und damit auch dieses Konzept, Glaube an die eigene Besonderheit. Das war nicht mehr von Bedeutung. Und die haben tatsächlich einen anderen Führungsstil gehabt. Eine Schweizer Firma hat vor Jahren daraus eine Dienstleistung für große Konzerne gemacht. Das heißt, da kann man für viel Geld die CEOs mal 2 Wochen lang
als Streetworker arbeiten lassen oder im Palliativbereich und so weiter. Das heißt, die werden mit Todesdingen konfrontiert im Alltag, beschäftigen sich damit, müssen sich beschäftigen, werden involviert. Und tatsächlich hat das hervorragende Wirkung auf die Qualität der Führung, weil diese Menschen ihre Führung nicht mehr, ich sage es jetzt mal, missbrauchen zur Todesangstverdrängung. Dieser Aspekt ist weg. Damit sind sie, haben sie kein Problem mehr, Teil des Ganzen zu sein. Also ich will hier nur mal sagen, dass diese existenziellen Themen von Relevanz sind und dass sehr viele Krisen auch dadurch entstehen, dass da Menschen an der Macht sind, die das nicht bewältigt haben. Als 2008, 2009 die große Finanzkrise war, da haben sich Wall Street Broker aus dem Fenster gestürzt. Ja, da sagte ein Wirtschaftspsychologe, die sind gerade auf Kaltentzug. Denen ist gerade ihre Psychodynamik abhanden gekommen. Und die haben mit ihrer Gier, ich bin was Besonderes, ich hebe mich ab von der Masse, ich bin herausragend, haben die eine ganze Weltwirtschaft in eine Krise hineingestürzt. Also das ist nicht ganz unbedeutend, was sich da auf der tiefen psychologischen Ebene für Dynamiken abspielen, die dann in der Wirtschaft sogar eine Wirkung haben und Krisen hervorrufen, beziehungsweise wenn wir es gut bewältigen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, ist es auch eine Prävention, es macht uns stark. Also ich würde Sie gerne einladen, auch wirklich sich als Unternehmer, als Führungskraft mit solchen philosophischen Themen zu beschäftigen. Eigentlich sind es ja philosophische Themen, ne? Die aber durchaus mit der psychologischen Logik korrelieren. Also, Krise ist auch eine existenzielle Herausforderung. Was macht mir wirklich Angst? Das ist die große Frage. Es ist Isolation, wird der Sinn meines Lebens torpediert, es ist die übergroße Verantwortung, es ist zu viel Risiko als Preis der Freiheit und so weiter. Was macht mir in einer Krise tatsächlich Angst? Welche Befürchtungen habe ich dabei? Bringen Sie Klarheit in Ihren Kopf. Und das muss ich natürlich noch mal kurz loswerden. Burnout ist natürlich in der Krise definitiv kein Helfer, weil Burnout bedeutet, meine Batterie ist ausgebrannt, aber ich brauche eine volle Batterie. Friedrich Nietzsche, und das ist die 7. These, sagte, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und umgekehrt, wer kein Warum hat, erträgt kein Wie. Das Warum brauchen Sie als Zielhafen. Das ist wie der Kapitän auf offener See, wenn da ein Sturm kommt, der muss wissen, in welchen Hafen er eigentlich will, um richtig navigieren zu können. Also, was ist mein ganz persönliches Warum, das mich vor Burnout schützt? Sinnlosigkeit ist ein riesiger Stressfaktor und Motivationskiller, auch für Ihre Mitarbeiter. Wie unterstützen Sie sie? Wie versorgen Sie sie mit Sinn? Und Sinn ist eben auch wichtig, weil Sinn Ordnung und Kraft vermittelt. Und Sinnlosigkeit schafft Unordnung und Burnout, Kraftlosigkeit. So, ich habe Ihnen ganz viel Argumente gebracht, warum man eine Krise mit Nachdenken, Think Different, bewältigt und nicht mit Emotionen. Das heißt, ich muss hier alte Erfahrungen abrufen, auswerten, neue Erfahrungen schaffen. Und das macht der Hippocampus. Das heißt, dieses Gehirnteil ist von der Natur uns mitgegeben worden, um neue Herausforderungen und Erfahrungen bewältigen zu können. Und damit ist es auch unser bester Helfer in der Krise. Der Hippocampus ist vor allem an der Verarbeitung von Erfahrungen und an der Gedächtnisbildung beteiligt. Das heißt, hier werden Informationen und bewusst gelernte Dinge aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis übertragen. Das passiert im Tiefschlaf. Deshalb ist es nicht gut, mit Cortisol und Adrenalin ins Bett zu gehen, weil diese Hormone natürlich uns ein Problem schaffen, in den Tiefschlaf zu kommen. Hier kann der Körper, das heißt im Hippocampus, kann der Körper auch im hohen Alter neue Nervenzellen bilden. Das ist wohl nach Aussage der Wissenschaftler das einzige Gehirnteil, was in der Lage ist, ständig bis zum letzten Atemzug Nervenzellen zu bilden. Aber dazu muss es auch herausgefordert werden. Das heißt, wenn Sie sich Herausforderungen stellen, wenn Sie lernen, wenn Sie analysieren, wenn Sie sich den Erfahrungen öffnen, werden Sie belohnt mit einem gesunden Hippocampus. Und es scheint so zu sein, dass das
auch eine gute Prävention gegen Demenz und Alzheimer ist. Das heißt, im Tiefschlaf regeneriert sich der Hippocampus, entleert sich und schafft neue Kapazitäten für neue Erfahrungen. Die Wissenschaft sagt, dass Einsamkeit, chronischer Stress, schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung gravierende Auswirkungen auf den Hippocampus haben. Der Hippocampus schrumpft dann. Ist klar, if you don't use it, you lose it. Also was ich nicht benutze, verliere ich. Und wenn ich nicht lerne, wenn ich nicht an mir arbeite, wenn ich mich nicht mit neuen Erfahrungen konfrontiere, dann sagt der Hippocampus, dann bin ich ja überflüssig, dann lass muss bleiben. Und dann gibt es so eine Art Selbstmordprogramm in unserem Gehirn, sodass der Hippocampus sich verkleinert sogar. Ja? Also eine Krise ist eigentlich durchaus etwas Positives. Es ist die ultimative Aufforderung zu lernen. Ernähren Sie sich ordentlich. Ja, wir brauchen, so sagt es die Wissenschaft, auf jeden Fall viel Wasser. Das Gehirn muss schwimmen, viel Wasser, Lithium, Omega-3-Säuren, möglichst aus Meerwasserquellen, also Meerwasserfisch, vorausgesetzt, der ist nicht mit Schwermetallen belastet. Algen, Öl wäre gut und so weiter. Und Vitamin D ist übrigens auch wichtig. Also um einer Krise gut begegnen zu können, um sie wirklich als die Lernaufgabe, freudvolle Lernaufgabe, managen zu können, brauchen wir den Hippocampus. Und dafür ist er auch da. Das heißt, dass die Evolution weiß, dass Leben lernen heißt, Herausforderungen zu bewältigen. Wenn die Amygdala durch dauerhaften Stress, ja, Adrenalin, Cortisol, überstimuliert wird, beeinträchtigt das eine Reihe von Gehirnarealen negativ. Der Hippocampus, der vor allem für Lernen und Erinnern zuständig ist, wird dadurch weniger neue Zellen produzieren. Überlegen Sie sich mal, Angst und also dieser Stress durch Befürchtungen und Angst, Adrenalin, Cortisol, attackiert das Gehirnteil, das uns am allermeisten dabei hilft, eine Herausforderung, eine Krise zu bewältigen. Also nichts kann deutlicher sagen, dass Angst und Befürchtung keine guten Freunde sind. Angst natürlich im Sinne von, da ist gerade eine akute, gefährliche Situation. Aber in solchen Situationen haben Sie gar nicht viel Zeit, Angst zu machen. Da reagiert Ihr Körper automatisch. Das heißt, diese Stresshormone wirken sich negativ auf unsere Lernleistungen und auf das Anzapfen von Erfahrungen aus. Wir brauchen unser Gehirn in der Krise. Wir müssen Gelerntes einsetzen und Neues lernen. Nichts behindert uns dabei so sehr wie Stress durch Angst und Befürchtung. Achte These, Krise ist Lernen und Erfahren. Das braucht Energie und einen bewussten Umgang mit sich. Krisenbewältigung braucht eine Pflege des Gehirns. Eine Pflege des Hippocampus. Das Problem des Gehirns, nebenbei bemerkt, ist noch ein anderes. Sein Energiebedarf ist selbst im Ruhezustand sehr groß, aber die Energiezufuhr ist begrenzt. Aus der Physik wissen wir, wenn der zur Aufrechterhaltung eines lebenden Systems erforderliche Energieaufwand so groß wird, dass er nicht mehr gedeckt werden kann, beginnt das betreffende System zu zerfallen. Das heißt, das Gehirn musste sich was einfallen lassen, um effizient zu arbeiten. Und das tut es, indem es Automatismen, Routinen produziert. Im sozialen Bereich sind es innere Einstellungen und Haltungen, ja, auf die es immer wieder zurückgreift. Das sind also, wenn ich eine Erfahrung entweder immer wieder mache oder aber sie ist besonders bedeutsam, dann bildet das Gehirn daraus einen Verhaltensautomatismus, damit es nicht mehr Energie investieren muss in die Verarbeitung der Situation. Das heißt, das Gehirn ist hervorragend in der Lage, die Komplexität, die es beherrschen muss, energetisch zu managen durch Automatismen und Routinen. Und tatsächlich ist das in einer Krise Fluch und Segen. Wenn die Routinen richtig sind, dann sind sie ein Segen, weil sie unsere Organisation tragen. Wenn wir aber Routinen haben, die nicht mehr tauglich sind, dann müssen wir sie durch richtige Routinen ersetzen. Das heißt, Veränderungsmanagement ist hier etwas, was man begreifen muss.
Es gibt bereits, wir haben aus dem letzten Jahr eine Vortragsreihe gemacht zum Thema Fachkräftesicherung. Die ist immer noch online bei der IHK. Ich kann Ihnen nur empfehlen, gucken Sie da mal rein. Das ist eine gute Ergänzung. Ich kann hier nur kurz das Thema anreißen, auch aus Zeitgründen. Das heißt, Routinen sind etwas, was Freund und Feind in der Krise ist. Eine Krise zu bewältigen bedeutet auch, welche Routinen behalten wir bei und welche Routinen gehen wir an. Nichts wäre schlimmer, als wenn Sie in Aktionismus verfallen und erstmal alles umkippen wollen. Das tut einem System nicht gut. Also, welche alten Routinen muss ich durch neue Routinen ersetzen und welche Routinen bleiben? Aber Fakt ist eins, Krisenbewältigung heißt, Routinen zu schaffen. Ja, auch eine Veränderung muss zu einer Routine werden. Und Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es, die Veränderung so lange zu begleiten bei Ihren Mitarbeitern, bis es eine neue Routine wird. Und erst dann können Sie sich zurückziehen, dann läuft's. Das übersehen sehr viele Führungskräfte, die erklären, welche Veränderung nötig ist, fragen, habt ihr das verstanden? Ihre Mitarbeiter sagen ja und das ist übrigens auch so eine Sage, ja, die haben etwas verstanden. Ob sie das verstanden haben, was sie meinten, ist noch eine andere Frage. Aber wie auch immer, ihre Mitarbeiter sagen ja und dann glauben sie, na, dann läuft es ja und sind sehr enttäuscht, dass es nicht läuft. Ja, ja, die alten Routinen sind nicht so einfach zu löschen. Das ist eine alte Software. Ja. Man kann die überschreiben mit einer neuen Software, aber das dauert ein bisschen. Da muss man Betreuungsaufwand leisten. Das heißt, eine Krise zu bewältigen im Unternehmen heißt auch sehr gut mit Menschen umgehen zu können. Seien Sie bitte nicht mehr echauffiert, wenn Ihre Mitarbeiter Ihnen nicht mit Begeisterung entgegentreten, wenn Sie sagen, hier muss sich was ändern. Das machen wir jetzt anders. Das Gehirn reagiert eigentlich immer so. Ja, das ist nicht sehr scharf drauf, sinnlose Lernprozesse mit Energie zu versorgen. Daher ja auch der Sinn. Ja, der Sinn ist ganz was Wichtiges. Und muss es denn wirklich sein? Ne? Die berühmten Sätze, das haben wir immer schon so gemacht, haben wir noch nie so gemacht, sind übrigens auch Indikatoren für sogenannte variable Widerstände. Also da lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Bleiben Sie dabei, begleiten Sie Ihre Mitarbeiter. Schön wäre es natürlich, Sie hätten auch in der Routinenbildung eine Routine, einen Automatismus im Unternehmen entwickelt. Das ist einer der besten Präventionen für Krise, aber das ist schon etwas, was ein eigenes Thema verdient. Ziel ist hier Vereinfachung. In einer Krise muss ich vereinfachen, muss ich Komplexität vereinfachen über Routinemanagement. So, jetzt sind wir schon bei der Zusammenfassung, neuen Thesen mit Lösungen. Nochmal zusammengefasst, erste These, wie gesagt, neun Thesen, die ich zur Diskussion stelle. Angst ist das Ergebnis gedanklicher Verschwommenheit und unvollständiger Fantasien. Angst im Sinne einer Befürchtung ist das Ergebnis einer Zukunftsfantasie. Hier und jetzt ist noch gar nichts passiert, viel Lärm um nichts. Es gibt einen feinen, aber wichtigen Unterschied zwischen Angst und Befürchtung. Was uns in der Regel zu schaffen macht, sind Befürchtungen im Sinne von Annahmen über eine Zukunft, über die wir nichts mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können. Oder aber im Sinne von Interpretationen und Projektionen. Vierte These. Sich fragen, ist die Krise das Ergebnis einer Entwicklung im Außen oder habe ich das Problem selbst geschaffen? Fünfte These. Wir wurden von der Natur, von der Evolution einer unfassbaren Kraft und Macht ausgestattet, um allen Gefahren erfolgreich zu begegnen und Herausforderungen zu bewältigen. Die Menschheit hat Herausforderungen bewältigt und wir sind die Nachfahren von denen, die sie bewältigt haben, von einer Dimension, wie wir sie uns heute fast nicht mehr vorstellen können. Es gibt bei YouTube auch Arte-Beispiele. Da hat sich Arte mal die Mühe gemacht, Grimms Märchen daraufhin zu untersuchen, was sie uns über die damaligen Lebensbedingungen erzählen. Ich habe mir das mal angetan zum Thema Hänsel und Gretel. Glauben Sie mir, ich dachte, um Gottes Willen, wie überlebt man denn sowas? Und dann ist mir klar geworden, warte mal, wir sind hier alle die Nachfahren von denen, die das erfolgreich bewältigt haben. Glauben Sie mir, in unserer heutigen Zeit gibt es Herausforderungen, aber keine Krisen, die wir nicht herausfordern, die wir nicht bewältigen können. In diesem Sinne, seien Sie ruhig, gelassen und selbstbewusst und gehen Sie analytisch vor.
Sechste These, der Mensch benötigt Schwierigkeiten, sie sind notwendig für die Gesundheit. Das heißt, wir freuen uns auf die Krise, auf die Herausforderung. Siebte These, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Sinn ist wichtig. Achte These, Krise ist Lernen und Erfahren. Das braucht Energie und einen bewussten Umgang mit sich. Neunte These, Krisenbewältigung braucht Kraft und Energie. Eine Vereinfachung durch richtig Routinen und Automatismen bietet Halt und Effizienz. Die Lösungen ergeben sich aus diesen Thesen fast automatisch. Ziel der Vereinfachung finden Sie hier. 10 Prinzipien der Vereinfachung, ganz kurz, auch hier eine Literaturempfehlung von John Maeda, ein Professor am MIT. Er ist eigentlich Designer, aber in der IT-Branche, in der Telekommunikation, haben wir in den letzten 30, 40 Jahren etwas geschafft, was nicht so einfach ist. Wir haben eine Multiplizierung von Funktionen, zum Beispiel des Handys, des Mobilfunkgerätes, eine Verhundertfachung oder Vertausendfachung gefühlte der Funktionen geschafft, mit immer weniger Volumen, mit immer weniger Material. Und das ging nur, weil man die Prinzipien der Vereinfachung beherrscht hat. Und der John Maeda ist in dieser Forschung am MIT, eines der größten wissenschaftlichen Einrichtungen in den USA und auch weltweit, und hat ein Buch dazu geschrieben, das es auf Deutsch auch gibt, 10 Wege der Vereinfachung. Ich habe das Buch gelesen und dachte, oh, das passt hundertprozentig auf Ökonomie. Und insofern, ich habe sie hier mal mitgebracht. Gucken Sie sich die an. Ordnen, reduzieren, organisieren, Zeitersparnis, Kraft, Offenheit, Lernen, Lernen. Wissen macht alles einfacher. Vertrauen, Vertrauen in sich selbst und auch Vertrauen in der sozialen Interaktion, positive Emotionen und scheitern dürfen. Ich schreite schneller zur Tat, wenn ich scheitern darf. Das heißt, das ist das Thema, über Erfolge reden, über Fehler reden, sie zulassen, experimentieren. Es ist ein Lernprozess. Und wenn man sich dem widmet, wenn man sich dem öffnet, ist das Ganze nur noch halb so schwer. Die große Überschrift war ja mentale Leistungsfähigkeit, mentale Leistungskraft. Das ist ein Begriff, der präzisiert werden muss. Und ich war 15 Jahre an einem Mittelstandsinstitut hier in Halle und da hatte ich mal ein Projekt, Fachkräftesicherung durch Stärkung der mentalen Leistungsfähigkeit. Und da habe ich mit meinen Kollegen mich mal hingesetzt und wir haben wirklich mal den Begriff mentale Leistungsfähigkeit durchdefiniert. Was gehört denn alles dazu? Sie haben hier einen Download. Ich habe das gestern noch auf meiner Webseite als kostenlosen Download mal hochgeladen, das Handout. Gucken Sie sich das an und fragen Sie sich mal, welche 3 oder 4 Bestandteile der mentalen Leistungsfähigkeit sind Ihre Stärken, auf die Sie sich sozusagen in der Krise verlassen können. Welche 3 oder 4 bräuchte der Prozess, bräuchte Ihr Unternehmen, aber ist noch nicht da. Sie können übrigens auch Arbeitsplatzbeschreibungen durchaus auch so machen, dass Sie ein paar Sätze verlieren, welche Bestandteile, welche Fähigkeiten der mentalen Leistungsfähigkeit sind auf diesem Platz gefragt. Habe ich noch ein paar Minuten? Ja, nicht. Na gut, dann muss ich das tatsächlich jetzt sozusagen erstmal hier lassen. Ich möchte, um es zusammenzufassen, um es abzurunden, nochmal sagen, Krisen kann ich verhindern und überwinden, beides, durch Analyse von Erfolgen statt Befürchtung für die Zukunft. Das heißt, installieren Sie eine Kultur der regelmäßigen Auswertung von Erfolgen. Geduld ist die Gewissheit des guten Ausgangs, aber diese Gewissheit muss ich mir erarbeiten. Und wenn Sie die haben, sind Sie, egal was im Außen passiert, auf der Erfolgsspur. Henry Ford sagte einmal, die meisten Menschen scheitern nicht, sie geben einfach auf. Und das ist das Letzte, was eine Krise gebrauchen kann. Wir dürfen nicht im Überlebensmodus sein, sagt Jeff Bezos, wir müssen uns im Wachstumsmodus befinden. Und das heißt eben auch im Wachstumsmodus im Sinne von innerem Wachstum, von Reifeprozessen. Und wenn Sie das leben, dann kann im Außen passieren, was will. Sie werden damit erfolgreich umgehen können. Das kann ich Ihnen versichern. Danke für die Aufmerksamkeit
Und ich lade Sie ein, Fragen zu stellen. Und Sie dürfen auch gerne wieder ein kritisches Feuerwerk auf mich ablassen. Freue ich mich genauso gut. Es zwingt mich nachzudenken. Auch ich befinde mich immer noch in Reifeprozessen. Danke.